Hallo YouTube, hier ist er wieder, euer Altenstein-Diego. Der Diego hat was Schönes gefunden, eine Schweinefuttermachmaschine. Und dadurch hatte ich hier eine komplette Planänderung, ne? Ja, ihr seht, die ganze Kohle ist weg. Ich habe mein ganzes Geld abgegeben und dafür ein paar Felder getauscht. Also, ich habe jetzt nicht hier Bank of Hagenstedt gemacht, ich habe das hier mal eben selber gemacht, ne? Also die Felder, wo ich denke, ah, die sind einfacher zu bedienen für mich, die gehören jetzt mir. Und die Felder, wo ich gedacht habe, die sind nicht ganz so einfach zu bedienen, die gehören mir jetzt nicht mehr. Ja, und wie gesagt, und dann die Kohle habe ich dann auch abgegeben, weil ich komme ja gut zurecht. Ihr habt das ja gesehen in einem von den anderen Videos, dass allein das Milchgeld schon beeindruckend ist, ne? Dafür, dass ich mit Oldie spiele. Was auch beeindruckend ist, ist die Rübchen müssen weg. So. Ah, es ist nicht ein schöner Skin. Hm? So viel liebiges Kind, herrlich. Ach, du hast gar keine Fronthydraulik, mein Schatz. Ja, das hätte ich ja mal eher wissen müssen, ne? Ja, macht nichts. Kuppeln wir dich hinten an. Ist eh nur alles, ist alles nur gemietet. Ich habe dem Jans gesagt, pass mal auf, ne? Wir kennen doch beide die Firma Kleine, ne? Ich habe übrigens mal Weihnachtsfeier für Kleine gemacht. Ja, ja, guck dir, ja, die kommen bei uns aus dem Nachbarort. Also, damals, als es noch Kleine war, ne? Ich glaube, die sind ja mittlerweile auch schon dreimal neu verkauft worden. Ja, aber wie gesagt, ne, der Jans, der kennt die auch von Kleine. Und hat gesagt, komm, hier, der Diego, der möchte mal ein paar Vorführmaschinen haben. Stell mir mal was auf den Hof, ne? Der Diego kommt dann vorbei, holt das ab. So. Der Diego hier schlägt da beim Händler auf und hat keine Fronthydraulik, ne? Wie ihr das gewohnt seid beim Diego. Ne, ich wollte nur einmal fix Drübchens wegmachen. Weil, wie gesagt, der Schweinemaster 30.000 da, der will die sehen, ne? Der will die Rübchen sehen. Und wenn der Rübchen sehen will, dann muss man eben das auch gewähren, ne? Das ist ja so, wir sind ja alles, wir sind ja keine Unmenschen, ne? So, mach mal an den Kübel. So, und denk dran, ist nur ein Leihgerät, Diego, ne? Nicht, dass du hier wieder alles in Grund und Boden fährst. So. Entferne mal das Kraut von dem, von den Rübchens. Schade, dass man das nicht silieren kann, ne? Ich hätte mir das ja so gewünscht, ey. Aber entweder scheint es sau schwierig zu sein oder da hat kein Kaller, der es könnte, Bock drauf, ne? Ist ja auch immer die Frage, wenn es einer kann, ob der denn Bock drauf hat, das zu machen, ne? Das ist schon mal gut. Wenn wir dann fertig sind mit Krautschlagen, dann kann ich den Krautschläger gleich mal wegbringen. Ne? Das ist ja schon mal super. Ich hoffe, dass Drübchens erstmal für meine Schweinis erstmal reichen. Ich glaube, die Schweinefuttermaschine, die will noch mehr Sachen sehen. Ich muss das Ding ausprobieren, deswegen halt die Eile. Weil ich habe da an dem Skript ein bisschen rumgeschraubt und ja, wie gesagt, ihr kennt den Diego, ne? Wenn der Diego aber was in den Finger hat, muss er da immer dran rumfummeln. Und jetzt muss ich natürlich ausprobieren, ob das richtig war, was ich da gemacht habe, ne? Ich war schon völlig am Verzweifeln. Nee, ich habe das so ein Ding nicht gefunden. Ich wusste nicht, dass es das schon gibt. Ist im Prinzip genau das, was ich gesucht habe. Hat aber ja, fast den ganzen Tag in Anspruch genommen, ne? Ich habe eigentlich nur was gesucht, wo ich abschreiben kann. Ich kenne das immer am liebsten, wenn ich nur was, ja, was verändern muss oder, ja, abschreiben ist immer am besten. Ne? Und dann so anpassen, wie einem das gefällt. Das mache ich immer am liebsten. So, reicht das denn jetzt holen? Was meinst du, Helfer? Hm?
Wer kommt denn gleich? Die Marie? Hat die Marie Zeit? Ich hätte gerne die Marie, wenn es geht. Die hat wenigstens was drauf. Wenn Hugo jetzt wieder kommt, dann können wir gleich nach Hause gehen. Oh, warte mal. Diesmal machen wir erstmal den Helfer aus. Der Helfer ist aus. Das gibt's doch nicht. Fucking unfassbar. Ja gut, dann. Hä? Wenn ich jetzt nicht geguckt hätte, wäre der Alternativhelfer wieder drin gewesen. Und wer sitzt am Lenker? Hä? Die Marie. Ja, jetzt wird das auch was. Marie gibt auch richtig Gas. Marie, was ist mit deiner... Hast du nervöse Heckhydrauliken oder was? Marie? Ach, Gott sei Dank. Ich weiß, kann man schlimmer. Ja, Grassilo müssen wir nachher weitermachen. Jetzt, weil ich auch neue Felder gekauft habe, weiß ich auch gar nicht, wo du hin musst als nächstes. Guck mal her, mein Kleiner. Ja, ja, Papa nimmt dich mal mit. Irgendwo steht bestimmt noch Raps, oder? Wir brauchen bestimmt auch Raps. Au. Aua. Da ist das mein Feld. Wenn der Raps drauf ist. Hier, den Acker zum Beispiel, den habe ich verkauft mit dem Zaun. Eine hier Scheune und von zwei Seiten Zaun plus Heuhaufen. Da habe ich mir gedacht, ach nee. So. Da soll einer mitspielen, der das kann. Ne? Mir ist das zu tricky abgefahren. Gut, diesen Acker hier, der ist natürlich nicht wirklich besser. Aber der ist auch nicht wirklich groß. Wenn der nachher brach liegen bleibt, ist das kein Beinbruch. Und es ist schon wieder ganz schön spät auf der Map hier. Das können wir mal eben von Hand pflücken hier, solange wie der Deutz mit dem Krautschläger spielt. Das ist aber auch nur, weil gerade Raps gut in mein Beuteschema passt. Ich meine nämlich, der Gerät hätte noch Kapazitäten frei im Rapsbereich. So. Kann ich den Acker kann ich eigentlich auch verkaufen, ne? Das können wir gleich mal die Feldnummer aufschreiben, geht ja auch weg. Das ist wirklich echt ein Vorteil im 17er. Weil sobald einem der Acker nicht mehr gehört, dann wird der mit bewirtschaftet. Ne? Früher, ich weiß, mit Malte gespielt haben, dann immer, ey, das fällt nicht abernten. Warum denn nicht? Ja, sieht scheiße aus, wenn da nichts wächst. Ne? Hat er recht gehabt, ne? Früher, ja, wenn es abgeerntet hattest, dann war vorbei, ne? Konntest das Gemüse da runterklauen, ja, und dann. Und heute, im 17er, ja, wird das gesät, gepflügt, das ist immer eine andere Textur, ne? Dann wächst da was. Das haben sie echt gut gemacht, die Jungs von Giants. Man muss die auch mal loben, ne? Ab und zu machen die aber was richtig. Und dann muss man die auch mal loben. So, ich muss mich konzentrieren hier. Diego am Oldtimer-Dreschkasten fahren. Das ist nicht so einfach hier. New Turn. Yeah! 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 Mit dem Oldie einmal den 180 Grad Schleuderkurs belegt. Ich glaube, hier ist kein Dünger drauf. Weil wenn hier Dünger drauf wäre, wäre der schon dreimal voll, der Kübel. Aber ist egal. Geschenken Gaul, schaut man nicht ins Maul. Jetzt muss ich mir nur noch einen Anhänger besorgen, wo ich nachher die Palettkes mit kutschieren kann. Wenn nicht, nehme ich den hier von Rona und Sam, wo eigentlich die fette Sämaschine drauf gehört. Gucken. Weil der ist schön tief, den kann ich mit meinem Heckhubgerüst, kann ich den quasi beladen, ne? Ah, das läuft hier wieder auf alten Steinen. Das ist eine wahre Pracht, ey. Ein wüster Haufen da in der Haspel. Die Haspel hat richtig was zu tun hier. Der Helfer ist fertig. Halten Sie an. Wir müssen noch unseren Helfer gucken. Fein, hast du das gemacht. Ach, die Marie. So, jetzt, nein, nicht beim Nachbarn, genau. Ich muss wieder alles erklären beim Schützenfest.
So, und dann bringen wir den Krautschläger direkt weg wieder. Hoppala. Ja, ja, Laternenmasten aufpassen, ne? So, jetzt aber. Volle Fahrt voraus. So, mal Innenansicht machen. Innenansicht hatten wir heute noch nicht. Ja. Für euch gibt es hier nur das Feinste vom Feinsten. So, dann können wir den Krautschläger schon abgeben. Kostet der mich auch kein Geld mehr. Ist ganz gut. Geld haben wir nicht mehr so viel. Wobei, wenn die Kühe... Ach, wenn die erstmal wieder ihre 20.000 Euronen springen lassen. Ich weiß gar nicht, warum das so viel ist, ey. Ich finde 20.000 schon... Das ist schon eine Menge Asche, oder? Und so viel Kühe habe ich ja auch nicht jetzt, ne? So. Mitgenommen, das Gerät. Eigentlich heißt das ja der Gerät, ne? Aber, na gut. Wollen wir nicht so kleinlich sein heute. Ist ja auch schon spät. Also für eine Aufnahme. Bei mir jetzt, ne? Nicht, dass ihr sagt, was ist los? Ist doch nicht spät. Ich muss doch nicht ins Bett. Ich will nicht. Nein, keine Angst. Ist doch nicht spät. Nur spät für mich. Nee, mein Freund. Was ist denn hier los, Clark? Das hast du ja schön ausgedacht. Und ich stehe da und hab die Rüppchen auf dem Acker oder was? Ich glaube, es hackt. Erstmal gucken, von wo bis wo der Träger überhaupt geht. Der ist irgendwie ein bisschen außerplanmäßig unterwegs, der Junge. Wo bist du denn? Zeig dich mal. Oh. Ach, ich kann nicht rückwärts laufen mit der Tastatur hier. Naja. Ja, ist so ein bisschen versetzt, ne? Ah, okay, das muss man wissen, ne? Dass der Trigger hier ist. Also mehr lieber Richtung Oldtimer als überstehen lassen. Alles klar, habe ich verstanden. Oh, hoffentlich behalte ich das bis zum nächsten Mal. Das will ich das nächste Mal wieder vergessen. So, Deutz. Jetzt in die Rübchens. Fertig, los hier. Jetzt wird rüpoliert. Fürde Schnitzels. Die Schnitzelproduktion liegt uns am Herzen. Glückliche Schnitzel sind ja auch was Besonderes, ne? Hier wird überall Mais angebaut. Ist nicht mein Acker. Was? Ist nicht mein Acker? Warum nicht? Halt, stopp. Du musst hier rein, Diego. Oh. Hier Highspeed an der Brücke vorbeigecruised. Mach mal die Totale. Runter den Koffer und angekurbelt. Aufgesetzt. Ei. So. Und dann sperr mal direkt die lenkbare Hinterachse. Sonst werde ich noch irre hier. Na, fahren einmal ums Karree, würde ich sagen, ne? Uiuiui. Bin ja mal gespannt, ob ich mit meinem Rübenkoffer da überhaupt runterkomme unter dem Panzer hier. Ich habe extra die alte Ferguson-Karre genommen. Weil die mich so an die alten Rübenanhänger erinnert, ne? Also bei uns in der Gegend hatten wir die früher. Also jetzt nicht von Masai Ferguson, aber halt die sahen genauso aus, ne? Und da haben wir die Rübsches mitgefahren. So, oh, der läuft aber lange nach hier. Das ist schon mal 19%. Oh, nice. So. Quer die Reihe genommen. Wie wir das gelernt haben, YouTube. Ach, und nicht. Ja, obwohl, ach, wenn die Köpfe erst ab sind, dann. Ist auch egal bei der Rübsches. Was ist hier? Ganze Ecken und so nehmen wir nicht mehr mit. Sollen wir nochmal zurücksetzen hier? Ja, Ordentlichkeit halber, Diego. So ist fein. Nicht ganz so wild am Gas vielleicht, ne? Tja, ob der Anhänger runterpasst, werden wir, glaube ich, in diesem Video nicht mehr schaffen. Weil die Sendezeit mal wieder viel zu kurz ist, ne? Viel zu kurz. Das ist echt schlimm, ist das. Ey, was ist das denn? Beim Foto machen die Spur verloren hier. Muss ich ja zurück. Fährst du wohl zurück wieder?
Was ist das? Ernten wir nur noch halbe Felder oder was? Ganze Felder zu teuer, ne? Ja, ja. So, hierher gefahren jetzt hier. Wir lassen doch hier nicht so eine einzelne Reihe stehen, mein Freund. Oh, graben. Nicht stehen bleiben jetzt. Nicht, bleib nicht stehen. Zieh durch einfach. Sehr schön. Sehr, sehr nice. Und jetzt husch, husch den Berg hoch, mein Kleiner. Na, das tut weh, ja? Da wirft das Getriebe mit Teilen um sich. Das sind echte Schmerzen. Komm, husch, husch, mein Kleiner. Berge mag der nicht hier. Wie die Schweine, wo gleich gucken. Wenn die so ein leckeres Menü von mir präsentiert bekommen. Boah, mit dem Teil macht das... Ey, es ist nur... Der ist wirklich nur gelb angemalt. Und trotzdem macht das irgendwie mehr Bock. Ich weiß nicht warum. Wo drin liegt das? Weil Rona den gemacht hat oder so. Ich weiß es nicht, ey. Es ist schon crazy abgefahren. Es ist wirklich nur ein Skin, ne? Ist nichts geändert. Trotzdem bin ich hier voll geflasht auf einmal. Ja gut, okay, wie gesagt, ich kenne die Firma Kleine auch, ne? Das ist natürlich... Und ich weiß nicht, wie deren Roder wirklich aussehen, ne? Wenn ich jetzt genau wüsste, haha, nee, nee, der Roder, der sieht ja in Wirklichkeit, dann ist das was anderes, ne? Aber YouTube, wir müssen uns jetzt erst kurzfristig voneinander trennen, ja? Mir tut das auch immer in der Seele weh, wenn so ein Video zu Ende ist. Ich hoffe, ihr habt keine bleibenden Schäden zurückbehalten. Vielleicht sehen wir uns nochmal wieder bei einem anderen Video. Diego ist draußen. Habt euch lieb.